So, hallihallo, liebe Modellbau-Freunde. Heute geht's ans Eingemachte ein bisschen. Ich habe Handschuhe an, seht ihr. Und zwar wollen wir nämlich heute die Reifen verkleben. Und da die nachher nicht an meinen Fingern hängen bleiben sollen, habe ich mir Handschuhe angezogen. Sicher, sicher. So, hier haben wir einen von den schönen fluffigen Rädern. Ich bin mal gespannt, wie die werden. Eine Felge wird als erstes hier ganz normal drüber gezogen. Beide Seiten. Und so, dass das schön passt. Und dann wird geklebt hier mit dem Mammutkleber. Ich hoffe, dass das einigermaßen funktioniert. Da bin ich mal richtig gespannt drauf. So. Mal hier nochmal. Okay. Kommt was raus. So. Muss ich mal gucken, wie ich das am besten hinbekomme. Ja, krass. Das läuft da so rum. Das reicht schon fast, würde ich mal so behaupten. Ist ja krass. Tja, der erste wäre fertig. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es so schnell geht. Bin mal gespannt, ob mir der hier noch ein bisschen besser gelingt. Wenn, dann wird nämlich das der Ersatzreifen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee, die erstmal so ein bisschen hier runterzuziehen, Kleber reinzumachen und nach vorne. Ich hoffe, dass das funktioniert, dass ich hier nicht gleich der Gearschte bin. Das sieht deutlich, deutlich besser aus, Freunde. Das Ergebnis sieht richtig gut aus. Und ist auch ordentlich verklebt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Also, Freunde, wenn ihr Crawler-Felgen habt, ne, zieht das hier auf den... Zieht das Profil, was ihr verkleben wollt, mach scharf, hier erst auf den inneren Ring. Das geht richtig gut. Also. Oh.
Oh, dann habt ihr nämlich keine Probleme durch diese entstandene Rille, die jetzt vernünftig aufzutragen. Dann braucht man nur noch den Reifen nach vorne ziehen, sodass er auch mit der ganzen Fläche drinne sitzt. Boah, das, da bin ich richtig von begeistert. Ja, sehr schön. Nummer 2. Den gleich schon mal dahinter lassen, wenn das denn geht. Jo. Sehr schön. Dann hier wieder Leber hin und einmal den Reifen nach vorne ziehen rundherum. Ich bin ein bisschen rausgerutscht hier vorne, aber das soll jetzt nicht weiter stören. Der ist ja richtig schön bis oben hin verklebt. Gefällt mir ehrlich gesagt richtig gut, diese Variante. Das so zu machen. Die Rückseite ist mir wieder besser gelungen und ist darum, weil ich mir Zeit gelassen habe. Auf der Vorderseite wollte ich es jetzt mal ein bisschen in Rekordzeit sozusagen versuchen. Aber das ist mal sozusagen nach hinten losgegangen. So, hier vorne haben wir die Rille. Wieder ein bisschen Mutkleber. Und nach vorne ziehen. Ja, sehr, sehr schönes Ergebnis. Echt richtig, richtig schön. So, sitzt überall schön dahinter. Dann können wir verkleben wieder. Also, durch das an. Das ist ein richtig 1A-Ergebnis hier. Keine Klebereste, so wie man das haben will. Auf der Rückseite hier auch nicht. Also, das ist richtig gut.
So, die letzte Felge, wo ist sie hin? Da ist sie. Der letzte Reifen. Da haben wir alle so einen Stress immer gemacht. In irgendwelchen Videos und auch im Modellbauladen, wo ich nachgefragt habe, dass das nicht so eine einfache Sache ist. Also bei diesen Standard-Axialfelgen finde ich das ja mal richtig easy. Es mag bei anderen schwieriger sein, das mag gebe ich gerne zu. Aber hier bei denen ist das richtig, richtig easy. So, natürlich werden wir die Räder auch gleich montieren und ja, fangen einfach mal an. Von hinten, hier kommt dann schön eine Schraube drauf, da gibt es auch noch so kleine Kappen für. Die sind hinter den Rädern als optische Verblendung sozusagen. So, die kommen aber dann später drauf. So, machen wir erstmal eine Seite, wa? Vorne. So, die ist montiert. Schon sehr ungewohnt, dass die Reifen sich nicht einfach in eine Richtung mitdrehen. Bei den anderen, dadurch, dass die keine gesperrten Differentiale hatten, dreht sich dann halt immer mal das Rad einfach mal mit. Was schon jetzt ein ganz, ganz neues Erlebnis ist, irgendwie auch nochmal. Tja, also wie gesagt, das Reifen verkleben ist eine ziemlich einfache Sache, würde ich so sagen. Jo.